kann Brunos Kosmologie und die von ihr begründete oder sie gar begründende Bildtheorie als Simulationstheorie eigener Art erachtet werden. Stehen Brunos Reflexionen zum Bild gar am Anfang, jetzt bringe ich ein Zitat von Ferdinand Fellmann, am Anfang einer bewusstseinstheoretischen Tradition, deren technische Realisierung uns heute als Medialisierung der Welt vor Augen steht. Auf diesen Satz würde ich gerne am Ende noch einmal in die Diskussion zurückkommen. Es sind Fragen, deren Beantwortung ich Ihnen als Medientheoretiker und Medienwissenschaftler überlassen muss. Dabei geht es mir nicht um eine unangemessene Aktualisierung der Brunoschen Bildtheorie, falls man überhaupt schon bei Bruno von einer Bildtheorie sprechen kann. Doch als ich eben die freundliche Einladung hier an dieses neue gegründete Institut, also knapp MEX, erhielt und die Frage im Raum stand, ob es möglich ist, dem Phänomen der Simulation eine historische Tiefendimension zu geben, habe ich, Sie haben es bereits gehört von Herrn Piers, mit einigen Zögern mich entschlossen, Giordano Bruno ins Spiel zu bringen. Und um dies jetzt in einer einigermaßen verantwortbaren Weise tun zu können, muss ich vorab Brunos Ontologie und Kosmologie und Epistemologie vorstellen. Wenn ich mit der Bildtheorie beginne, dann hätte ich sozusagen den ganzen Ballast noch vor mir und ich müsste sozusagen von hinten das Pferd aufzäumen. Also von daher ein größerer Teil sozusagen zum Fundament, um dann schneller eigentlich zum Eigentlichen zu kommen. Als Ausgangs- und ständigen Bezugspunkt wähle ich die heroischen Leidenschaften, näherhin eine zentrale Passage aus dem vierten Dialog des ersten Teils und ich referiere auf weitere Texte Brunos, die zum Verständnis dessen, was in Rede steht, unabdingbar ist. Von einer Textpassage auszugehen und immer wieder darauf zurückzukommen, scheint mir anschaulicher zu sein und so hoffe ich auch von mit Bruno weniger Vertrauten besser nachvollziehbar. Die heroischen Leidenschaften, also ich komme zum ersten großen Teil und dann zu einem zweiten kleinen. Die heroischen Leidenschaften, allererst ein philosophisches Werk, sind der letzte der insgesamt 6 italienischen Dialoge Brunos, die sämtlich 1584-85 in England verfasst wurden. Sie können als Höhe- und Kulminationspunkt des brunianischen Oeuvres insgesamt gelten, zugleich als ein Werk, in dem sich wie in einem Brennspiegel Philosopheme des ausgehenden Mittelalters, hier wäre unter anderem der Cusanus zu nennen, und der frühen Neuzeit, hier vor allem der Neuplatonismus, bündeln sich geradezu in neuen Konstellationen in diesem Werk. Sie verfügen zugleich über ein hohes Maß an Literarizität, ja Poetizität, und reflektieren damit das Selbstverständnis Brunos, dass er in seiner Explicatio Triginta Sigillorum, also die Explikation, die Erklärung von 30 Siegeln, in dem Satz formuliert, und jetzt darf ich einmal einen lateinischen Satz lesen und dann komme ich immer zur Übersetzung. Philosophie sunt quodam modo pictores, atque poetae. Non est enim philosophus, nisi qui fingit et pingit. Ich übersetze, die Philosophen sind in gewisser Weise Maler und Dichter. Niemand ist nämlich ein Philosoph, der nicht fingiert, das möchte ich als mit gestaltet darstellen, übersetzen und malt. Also poetische Gestaltung, nicht Fiktionalität und anschauliche Darstellung ist demnach dem Philosophen aufgegeben. Welche Gestalt haben die eroici furore, die heroischen Leidenschaften? Nüchterner gesagt, welche Struktur haben sie? Die heroischen Leidenschaften weisen rein äußerlich 2 Teile auf, deren jeder 5 Dialoge enthält. Die ersten 5 Dialoge finden zwischen den beiden Figuren Tanzillo und Cicada teil, die folgenden 2 Dialoge zwischen Maricondo und Cesarino, die letzten 2 zwischen je 2 weiteren, in der Folge wechselnden Partnern. Diese äußere Gliederung entspricht allerdings nicht der inneren. Die ersten 4 Dialoge des ersten Teils bilden eine Einheit, der 5. Dialog des ersten Teils und der erste, beziehungsweise die beiden ersten Teil, Dialoge des zweiten Teils, eine weitere Einheit
Und schließlich sind die letzten drei Dialoge jeweils Einheiten für sich. Ein Widerstreit also zwischen äußerer Gliederung und innerer Gliederung. Zudem, die einzelnen Dialoge mit Ausnahme des letzten Zehnten weisen eine formale Besonderheit auf. Die Dialoge, die zwischen zwei Dialogpartnern statthaben, nehmen jeweils Bezug auf Gedichte, meist Sonette, die von den Dialogpartnern gelesen, ausgelegt, kommentiert werden. In der Regel wird in dem Sonett eine Aussage in bildhafter Anschaulichkeit, zugleich paradoxerweise Verschlüsselung, formuliert, die des auslegenden Kommentars bedarf, der wiederum in einem nachfolgenden Sonett auf den, wie ich es nennen möchte, konzeptistischen Punkt gebracht wird oder argumentativ weitergeführt, um in der Folge erneut kommentiert zu werden. Also so etwas wie ein, im wörtlichen Sinne, ein Diskurs. In dieser Weise wird über die 10 Dialoge hin der Gegenstand, das Thema des Werkes zur Entfaltung gebracht. Richtiger, auf immer neuen, argumentativen Wegen und in immer neuer Weise des bildlichen und des kommentierenden Sprechens umkreist, ohne je zu Ende geführt zu werden. Ein Abschluss, ein Ergebnis steht aus. Das heißt, die Dialoge sind Annäherungen an ihren Gegenstand und sie repräsentieren ihn zugleich. Den Gegenstand der Leidenschaften formuliert Bruno im Argumento wie folgt. Und jetzt kommt das erste Zitat. Ich lese immer die Übersetzung vor, wollte aber gerne immer das Original gegenüberstellen, damit Sie eventuell das mitlesen können oder Fragen stellen oder ich etwas beantworten kann. Also, meine ersten und hauptsächliche, mittlere und zweite, letzte und endliche Absicht in diesem Gewerk war und ist, die Betrachtung des Göttlichen darzulegen und vor Augen und Ohren der anderen die Leidenschaft nicht gewöhnlicher, sondern heroischer Liebe zu stellen. Allein dieser Text ist für sich schon so kompliziert, dass ich ihn wenigstens in Ansätzen ein bisschen kommentieren möchte. Was entnehmen wir daraus? Ich sagte, das ist das Thema. Es ist eine Formulierung des Themas. Es gibt viele andere Formulierungen. Absicht des Dialogs, die heroischen Leidenschaften, ist es, also die Schau des Göttlichen zu ermöglichen, kurz italienisch, apportare contemplazione divina, und andere Begeisterungen zur Vorstellung zu bringen, also vor die Augen zu stellen, mettere avanti agli occhi e orecchie altrui furori, also nicht die gewöhnlichen Begeisterungen, wie es heißt, non de volgari, vielmehr heroische Liebesleidenschaften, eroici amori. Wir wechseln sozusagen von furori zu amori. Deswegen habe ich mit Liebesleidenschaften übersetzt. Im Deutschen ist es schwierig, das entsprechende Äquivalent zu finden. Es geht also zum einen um die Schau des Göttlichen, mit Platon gesprochen also um die Intelligibilität des Wahren und Guten. Und es geht zum anderen um furori, also um Begeisterungen, heißt es ja eigentlich, um Enthusiasmoi, die näherhin bestimmt werden als heroische Liebesleidenschaften. Und diese Liebesleidenschaften sind heroisch, weil sie begeistert, enthusiasmiert danach streben, das Göttliche zu schauen. Wie andererseits die heroischen Begeisterungen ihren Impuls erhalten durch eine Liebe, ein Eros, der seinerseits heroisch ist, weil er auf die Schau des Göttlichen sich richtet. Hier haben Sie sozusagen diese Komplexität dieser beiden Begriffe. Dies ist der Grund, ich referiere immer noch ein wenig im Text, dies ist der Grund, weshalb die in Rede stehenden Begeisterungen nicht gewöhnlich sind. Sie sind nicht identisch mit den 4 Furores, den 4 Maniae, die Platon in Phaedros nennt und voneinander unterscheidet. Und doch sind auch sie Furores, Begeisterungen, die allerdings in ihrer eigenen Vielzahl als das Heroische sich absondern, zudem als Eros, als der treibenden Kraft verwiesen sind. Das will ich jetzt erläutern, nochmal. Die neuartige, das ist neu bei Bruno,
die neuartige komplexe Relation und Interaktion von Furore, Amore, Eroico, formuliert Bruno nun in dem ganzen Werk, in immer neuen Wort-, Sach- und Sprachbildkonstellationen, die nie identisch sind, vielmehr vielfältige Variationen der sprachlichen und gedanklichen Annäherung an das letztlich Unsagbare und Undenkbare, also das absolute Eine. Dem Paradigma der Wiederholung in Variation korreliert das Syntagma der 10 Dialoge, die ihrerseits wiederum, das noch vielleicht kurz zur Erklärung des Aufbaus, nach dialogunspezifischen Genera und Diskursen modelliert sind. Also die ersten 4 Dialoge haben sozusagen lehnen sich an einen petrarchisch-petrarchistischen Canzoniere. Insofern die beiden Dialogpartner auf Gedichte rekurrieren, die man petrarchisch-petrarchistisch semantisierte Sonette nennen kann. Die nachfolgenden 2 bzw. 3 Dialoge fingieren die Lektüre von und die Kommentierung von Impressen, wobei die zweiteilige Struktur der Impressen nur mehr insofern erhalten bleibt, als die Pictura, also das Bild, beschrieben wird, auf eine Abbildung allerdings verzichtet wird. Der vorvorletzte Dialog präsentiert wiederum dialogisch kommentierte Sonette, die als ein Frage-Antwort-Spiel zwischen Augen und Herz konstelliert sind. Der vorletzte Dialog erläutert 9 Sonette von 9 Blinden und der letzte Dialog bildet im Grunde genommen so etwas wie eine dialogisch-narrative Coda. Also, eine klare Struktur ist prima vista nicht zu erkennen und doch finden sich, das ist das Spezifische und auch Spannende, Relationen von Figuren, Sprachbildern, generischen Formen. Nun, allen Dialogen gemeinsam ist die Reflexion auf die Möglichkeit, das Göttliche bzw. das Sein zu erkennen. Sie sind, wie ich eben angedeutet habe und Ihnen vorgelesen habe, das eigentliche Thema und das nicht nur in vielfachen formalen und sprachlichen Modi, sondern häufig auch ausdrücklich. Mein zweites Zitat. So wird der Weg der heroischen Liebe beschrieben, wie sie zum ihr gemäßen Objekt, dem höchsten Gut, strebt und der Weg des heroischen Intellekts, der nach der Vereinigung mit dem ihm gemäßen Objekt, nämlich dem ersten Wahren oder dem absoluten, der absoluten Wahrheit, strebt. Hier möchte ich einen Moment innehalten und bevor ich sozusagen im Text weitergehe, etwas kurz klären. Vielleicht ist es unnötig, aber ich weiß nicht, wie weit Sie damit vertraut sind. Also sozusagen eine Paraphrase. Diesen und allen übrigen Aussagen von Bruno zu Kosmologie und Epistemologie, in diesem Dialog wie in allen übrigen italienischen, aber auch den lateinischen Texten, liegt die frühneuzeitliche Philosophie vom Sein überhaupt kennzeichnende Lehre von den 3 Welten zugrunde. Das heißt also die Lehre von der göttlichen, der natürlichen und der menschlichen Welt. Oder also anders sagen, dem Gott bzw. dem absoluten Wahren, dem Universum und dem einzelnen Seienden, wozu der Mensch bzw. sein Intellekt zählt. Das Verhältnis zwischen dem einen Göttlichen und dem Universum der Natur wird unter anderem in dem Dialog über die Ursache, dem Prinzip und dem Einen einlässlich dargestellt. Danach gilt wiederum knapp formuliert die Natur, das Universum. Es kommt ein wichtiger Begriff, der Ihnen in den heroischen Leidenschaften immer wieder begegnet ist. Die Natur, das Universum als Spur, Vestigio oder Vestigium und Spiegel, Specchio, Speculum, auch Bild, Imago, des Göttlichen. Der menschliche Intellekt wiederum vermag das eine Göttliche nur mehr als Schatten der Spur in der Natur zu erkennen. Das Verhältnis ist jeweils ein Verhältnis der Analogie qua Partizipation. Ein Verhältnis der Ähnlichkeit.
Ich zitiere zur Klärung einen Satz aus der ersten und grundlegenden mnemotechnischen Schrift Brunos mit dem Titel De Umbris Idearum, also über die Schatten der Ideen. Da sehen Sie schon, das ist der Hauptbegriff. Und diese Schrift, die man eben auch wie die zweite, die ich heute noch ins Gespräch bringe, eine mnemotechnische Schrift nennt, ist vor den Dialogen, vor den italienischen Dialogen geschrieben. Das ist nicht unwichtig zu wissen. Also auch vor den Dialogen, die sich mit der Kosmologie beschäftigen und die sich mit der Epistemologie beschäftigen. Darauf komme ich später noch einmal zurück. Aber jetzt das Zitat, das Ihnen das veranschaulichen soll. Und ich habe es ein bisschen hier so in Kästchen gebracht, damit es klarer werden könnte. In einer Art Analogiebeziehung, damit habe ich übersetzt Analogiam enim quandam, stehen die metaphysischen, physischen und logischen Realitäten, beziehungsweise, so heißt es hier im Lateinischen, das vor der Natur Seiende, das in der Natur Seiende und das zum Bereich der Vernunft Gehörende, wie die Wahrheit, das Bild und der Schatten. Da sehen Sie auch, da kommen noch einmal diese, sozusagen die Universalia spielen damit hinein, also Anterem, Inre und Postrem. Ich habe Ante Naturalia jetzt mal mit Gott übersetzt, Naturalia mit Natur und Rationalia mit Intellekt. Und Sie sehen, Gott ist die absolute Wahrheit, ist nur zu erkennen im Bild, als Spur, im Spiegel. Und der menschliche Intellekt vermag nur die Spur zu erkennen als Schatten. Das ist das Verhältnis. Das sind auch die Begriffe, mit denen Sie vielleicht etwas Schwierigkeiten hatten bei der Lektüre der heroischen Leidenschaften. Wie ist es zuzuordnen? Vestigio, also Spur, oder im Spiegel oder in den Gleichnissen heißt es ja auch. Sehr schön Paulus eigentlich noch einmal im Hintergrund. Und dann, was bedeutet der Schatten? Also der Intellekt vermag die Spur Gottes oder des Wahren oder des Absoluten nur mehr als Schatten, den die Natur wirft, zu erkennen. Deswegen der Begriff umbrae idearum, also die Schatten der Ideen. Ich glaube, das erleichtert jetzt sozusagen den Verfolg von dieser zum Teil einfachen, aber auch recht komplexen Analogie. Verhältnis, das, ich darf es noch einmal sagen, ein Verhältnis der Partizipation ist. Wir haben hier, wenn Sie mir das erlauben, bin über meine Zeit, wir haben hier in dem Begriff der Partizipation das Ihnen vielleicht geläufige platonische Metaxis, also das Teilhaben an etwas. So. Das heißt also, das Streben des Intellekts nach der Vereinigung mit dem Ersten und absolut Wahren, ein platonisches und auch sein neuplatonisches Konzept findet überhaupt sein prägnantestes Anschauungsbild in der viel zitierten und viel kommentierten Aktaion-Figuration, jenem Sonett, das sich unmittelbar an die eben zitierten Sätze anschließt. Ich wähle dieses Sinnett aus. Erstens habe ich darüber schon mal gearbeitet, aber nicht deswegen. Ich mache es auch jetzt wieder ein bisschen anders, weil ich ein Stück weitergekommen bin im Nachdenken, weil ich Ihnen auch zeigen kann, und Sie können es auch überprüfen, dass in diesem kleinen Text, sozusagen im Nuke, alles Wichtige enthalten ist, was in allen anderen Dialogen immer wieder neu reflektiert, ausgebreitet, kommentiert und so weiter wird. Ich lese es auf Deutsch vor, obwohl es Italienisch ganz hübsch ist. Also das ist jetzt die Nummer 4. Und dann haben Sie zweimal die 4. Es tut mir leid, ich sagte die zweite 4. Sie sehen, ich habe nachträglich erst mir überlegt, wie bringe ich Ihnen das bei 3 eingefügt, und habe ich vergessen, dass die Zahlen nicht mehr stimmen. Also, ich lese das so nett vor. In den Wäldern die Bluthunde und Windhunde macht der Jüngling Aktaion los, da das Schicksal ihm einen Weg voll Zweifel und Unsicherheit weist. Den wilden Waldestieren auf der Spur. Also Aktaion ist den wilden Waldestieren auf der Spur.
Und er hat seine Hunde, die hier als Bluthunde und Wildhunde, also als Mastini und Weltreh, näherhin gekennzeichnet sind. Und siehe, sehr schön, im italienischen Ecco. Eigentlich in manchen Ausgaben steht danach ein Doppelpunkt. Ecco. So, das ist sozusagen das, was jetzt passiert. Und siehe, zwischen den Wassern, den schönsten Körpern, das schönste Gesicht, das Mensch und Gott je wohl zu sehen vermögen, in Purpur und Alabaster und feinem Gold, sah er. Das ist schlecht übersetzt. Das Wetter muss vorher kommen, sah er. Und der große Jäger war zur Beute. Den Hirsch, der zu undurchdringlicheren Orten leichteren Schrittes sich wandte, verschlangen bald seine vielen großen Hunde. Nun, Absatz. Ich schicke meine Gedanken aus nach erlesener Beute und sie, zu mir zurückgekehrt, geben mir den Tod mit grausam wilden Bissen. Ich sagte es schon, das Actaeon-Sonett ist ein Brennspiegel. Es enthält geradezu, ich nehme einen Begriff von Cusanus, Komplikat, was sozusagen die anderen 10 Dialoge explizieren. Es konfiguriert in Nutze, so kann man sagen, die heroischen Leidenschaften insgesamt. Ein Wort zum Sonett. Sie sehen, das Sonett ist in 2 Teile geteilt. Der erste Teil ist gebildet aus den beiden Quartetten und dem ersten Terzett. Er referiert auf den Mythos des Actaeon. Muss ich noch was sagen zu Actaeon? Ist Ihnen bekannt. Okay. Die mythische Figur des Actaeon ist eines der vielen Bilder, die die brunonische Philosophie als Ganze veranschaulichen. Sie steht insbesondere ein für den Furioso und den Eroe, also den sozusagen vom Furor ergriffenen und den Heros, der nach dem wahren, guten und schönen Strebenden. Das Bild des Jägers nun, im Ganzen die Metaphorik des Jagens, kennt, es ist Ihnen sicherlich bekannt, in der griechischen und in Übernahme der römischen Literatur eine lange Tradition. Philosophisch geht dieses Bild zurück auf Platons Jagd nach dem Sein, also griechisch tu ontos terra. Jetzt zitiere ich einen Satz von Beyerwaldes, dem Index des Versuchs, sehr schön ausgedrückt, die Idee denken zu erreichen. Die Metapher steht für die dialektische Methode, die sich auf die Wahrheit des Seins, also Aletheia, Ton, Onton, richtet. Zugleich aber auch das Schöne zum Ziel hat, mithin, wie wir gesehen haben, auch Jagdbild für den Eros sein kann. Von daher eben die Aufnahme dieser mythischen Figur und keiner anderen, weil sie sich eignet sozusagen für das Intelligible wie auch für das Erotische. Brunos Wahl, also des Actaeon-Mythos, ist daher begründet in der Möglichkeit, die in der platonischen und sodann neuplatonischen Ontologie so omnipräsente Jagdmetapher wieder aufzunehmen und dergestalt für die ihm, darauf kommt es jetzt an, eigene Erkenntnistheorie wie Poetologie figurativ fruchtbar zu machen. Was passiert? Die für Brunos Philosophie spezifisch ontologisch-epistemologische Wendung, ich würde fast sagen Änderung, aber es ist nicht eine Änderung, es ist eben eine Veränderung, eine Wendung, wird in der Actaeon-Figuration und ihrem Kommentar, nämlich unter der Hand, evident. Was heißt das? Actaeon, und nun zitiere ich aus dem Kommentar, der folgt, ist, so heißt es, der Intellekt, der die göttliche Weisheit oder Wahrheit zu erjagen intendiert, diese in der Ansehung göttlicher Schönheit zu erfassen sucht. Warum lese ich Ihnen diesen Satz vor? Italienisch: Intelletto intento alla caccia della divina sapienza, all'apprensione della beltà divina. Diese beiden Sätze, die ich am Deutschen gesagt habe, insinuieren eine Beiordnung und damit eine Gleichstellung, nämlich von, eben Zitat noch einmal, Jagd nach der göttlichen Wahrheit und Erfassen der göttlichen Schönheit. Was heißt das? Also die beiden Satzteile sind parallel gebaut, so als ob sozusagen der eine Teil eine Ergänzung des anderen wäre oder dasselbe, mehr oder minder, in anderer Weise gesagt.
Tatsächlich aber haben wir es zu tun, wenn man genau schaut, mit zwei differenten epistemologischen Modi, wie die Folge des Kommentars zunächst einmal deutlich macht. Vielleicht nehme ich einfach voraus, worauf es mir ankommt, und dann können Sie den Kommentar besser folgen. Wir hatten es eben schon mal gehabt, also Intelletto, also der Intellekt, sozusagen, der auf der Jagd ist nach der göttlichen Weisheit. Da haben wir das Platonische, die platonische Konzeption, der Intellekt, das Intelligible zu erkennen, nicht nur intendiert, sondern tatsächlich auch vermag. Und dann sozusagen zum Erfassen der göttlichen Schönheit. Göttliche Schönheit ist nicht dasselbe wie die göttliche Weisheit und Intelletto nicht dasselbe wie nicht dasselbe eben wie später Amore. Ich fahre weiter im Text, nachdem Sie darauf aufmerksam gemacht haben. Denn es geht um zwei differente Motti, wie dann der Kommentar klar macht. Aktaion, so heißt es, macht die Bluthunde und Windhunde los, haben wir hier noch in unserem Sonett, die schneller und kräftiger, so der Kommentar, als der Jäger, mithin als der Intellekt ist. Und das heißt, die Tätigkeit des Intellekts geht der Tätigkeit des Willens voraus. Die Mastini und Weltrede, das ist der Intellekt und der Wille. Das sind zwei Begriffe, die bereits bei Thomas ganz wichtig sind. Wenn Bruno dann aber feststellt, dass der Wille ist Amor zugeordnet, der Wille kräftiger und wirksamer sei als der Intellekt. Der Intellekt ist dem Furor zugeordnet. Es dem menschlichen Verstand aber eher gelinge, ich wiederhole noch einmal, die göttliche Güte und Schönheit zu lieben, als auf sie zuzugreifen, dann, so lese ich das oder bin davon überzeugt, versucht er, die schwache Sache stark zu machen. Was heißt das? In einem scheinbar unvermittelten Argumentationsumschlag ist es eben nicht das Intelligible, das der Verstand zu erkennen trachtet und platonisch prinzipiell auch zu erkennen vermag. Vielmehr, ich nehme es noch einmal auf, ist es die göttliche Güte und Schönheit, die der Intellekt liebt. Zudem, noch ein Zitat, fährt Bruno fort, ist es die Liebe, die den Intellekt dazu bewegt und antreibt, da er ihr wie eine Laterne vorangeht. Das ist nur ein Zitat aus dem Kommentar. Was ist der Fall? Bruno kontaminiert, ja hybridisiert, platonische Erkenntnistheorie, die in der Jagdmetapher Anschauung gewonnen hat, mit der Eroslehre der Diotima in Platons Symposion, die ihrerseits, und daher hat er das natürlich, im Kommentar von Ficino in dieser Weise zur Darstellung kommt. Nach Ficino erzeugt die göttliche Schönheit die Liebe in der Welt und damit auch in der Seele des Liebenden, der seine Liebe wiederum auf die göttliche Schönheit richtet und in dieser Liebe das Göttliche erfährt. Die sichtbare Schönheit der Welt verweist dabei auf die letztlich unsichtbare göttliche Schönheit, nach der, wie Ficino im Kommentar, also Commentarium in Convivium Platonis de Amore formuliert, alle Wesen Verlangen tragen, in deren Besitz sie alle Ruhe finden. Da haben Sie sozusagen die Verbindung von Intellekt und Liebe. Also ein platonisches und ein neuplatonisches Konzept werden zusammengebunden. Und ganz so in diesem Verständnis liest man bereits im dritten Dialog, vorausgehend unserer Stelle des ersten Teils, das ist jetzt hier das zweite Zitat 4, jede Liebe, wenn es heroische und nicht jene rein tierische Liebe ist, hat zum Objekt das Göttliche und strebt zur göttlichen Schönheit. Diese teilt sich zuerst den Seelen mit, leuchtet in ihnen wieder und teilt sich von ihnen aus oder richtet durch sie den Körper mit. Deshalb liebt das wohlgeordnete Gefühl den Körper oder die körperliche Schönheit nur, insofern sie ein Verweis auf die geistige Schönheit ist. Die äußere Schönheit steht in fühlbarer Übereinstimmung mit der geistigen Schönheit. Nun, hier erst, ich wollte eigentlich vorgreifen, aber das war nicht gut, hier erst wird die Bedeutung der oben zitierten Eingangssätze, also
dem Zitat auf Blatt 2, dem Zitat 2 auf dem Blatt des vierten Dialogs und damit auch die Aktaion-Figuration evident. Was heißt das? Aktaion, also Intellekt und Wille. Der Wille steht sozusagen für das Begehren, wiederum für die Liebe, also Eros oder Amore. Aktaion, der Jäger, strebte danach, wie es hier heißt, das höchste Gut zu erkennen. Doch dieses Echo, was er tatsächlich mit dem inneren Auge sah, also das Wette ist nicht das physische Sehen, das innere Auge sehen, ist allein, so heißt es, die äußere schöne Erscheinung, hier im italienischen Il più bel busto e faccia, die je ein Mensch oder ein Gott zu sehen vermöchte und dies zwischen den Wassern Tralacqui, und das heißt im Wasser gespiegelt. Das heißt, das Höchste sieht er nicht, sondern er sieht sozusagen das Höchste nur mehr gespiegelt im Universum, um noch einmal auf unsere Tabelle zurückzukommen, also sozusagen in der zweiten Welt. Im Universum. Und für das Universum steht eben Diana ein. Oder wie es hier heißt, in den Werken, aus denen im Spiegel der Ähnlichkeiten, so der Kommentar, in den Werken, aus denen die Wirkung der göttlichen Güte und des göttlichen Glanzes hervorleuchtet. Noch einmal, die sinnenfällige Schönheit als Spiegel göttlicher Gutheit und göttlichen Glanzes aufzufassen, ist durchaus noch platonisch, neuplatonisches Verständnis, beziehungsweise folgt diesem Drei-Welten-Modell. Doch die entscheidende Differenz, auch zu Ficino, besteht bei Bruno nun darin, dass die göttliche Güte und der göttliche Glanz überhaupt nur in ihrer Wirkung, das heißt überhaupt nur mittelbar erfahrbar ist, also medial. In der äußeren Erscheinung, wie es heißt, des schönen Körpers und des Antlitzes, hier eine Metonymie für Diana, eine Metapher für das Universum, die Natur, die Welt. An keiner anderen Stelle, in den Eroici Furori, wird die Spezifik und die Reziprozität der brunonischen Erkenntnistheorie und Kosmologie derart und knapp ins Bild gesetzt. Das heißt, das Erkennen richtet sich sozusagen auf das Kosmische, also in das Bild von Aktaion und Diana als ihrem poetischen Analog. Nun, wie ist das jetzt im Einzelnen zu verstehen? Beginnen wir nochmal mit der Ontologie und Kosmologie und haben wir dabei noch einmal das Drei-Welten-Modell vor Augen. Was der Intellekt repräsentiert durch Aktaion bzw. den Heros tatsächlich zu sehen vermag, ist, sagte es schon, nicht das Göttliche selbst, die an anderer Stelle symbolisiert wird mit Apollo, vielmehr ist es das Universum, die Welt, die Natur, symbolisiert in Diana und im Sonett umschrieben mit Il più bel busto. Der Kommentar erläutert dann, was darunter zu verstehen ist, noch einmal im kosmischen bzw. ontologischen Sinn. Das Zitat 5, das ist die Potenz und deren Entäußerung, die man überhaupt zu sehen vermag, durch Kontemplation und Hinwendung mit sterblichem oder göttlichem Geist als Mensch oder Gott. Die Begriffe Potenza und Operation externa rekurrieren auf den scholastischen Begriff der Potenz und dessen Unterscheidung von bzw. Übereinstimmung mit dem Akt. Also ich spezifiziere jetzt das Verhältnis, das ich vorher als Partizipationsverhältnis und Analogieverhältnis gekennzeichnet habe, also Gott, Natur, Einzelseiendes, spezifiziere ich jetzt noch einmal, weil ich es muss, weil es zu Brunos Kosmologie dazugehört, und zwar eben durch die Begriffe Akt und Potenz, die bei Bruno eben auch in den Eroici Furori immer wieder vorkommen. Akt und Potenz sind die ontologischen Begriffe für Seinsmodi. Das heißt, das absolute göttliche Sein ist bestimmt durch die Identität von Akt und Potenz, also von absoluter Wirklichkeit. Man kann Akt auch übersetzen mit Wirklichkeit und Möglichkeit. Es ist eine absolute, anders gesagt,
im Göttlichen oder bei Gott, das müssen Sie jetzt nicht auf den personalen christlichen Gott münzen, sondern überhaupt, bei Gott oder im Göttlichen ist alles, was überhaupt möglich ist. Also die Identität von Akt und Potenz. In Bruno Schrift, De la causa principio in uno, also über die Ursache, das Prinzip und das Eine, liest man dazu, Zitat 6, jede Wesenheit basiert notwendigerweise auf einem Sein. Also hier haben Sie sogar so ein bisschen wiederum das Analogie- und Partizipationsverhältnis aufgerufen. Außer jener Ersten, die mit ihrem Sein identisch ist, weil ihr Vermögen ihr Akt ist. Potenza e atto sind eins. Weil sie alles das ist, was sie sein kann. Das göttliche Sein also ist, was es sein kann. Diese Prämisse fundiert das göttliche Sein, das eine, als die absolute Transzendenz gegenüber der Welt, der Natur, dem Universum. Und das heißt, das Universum verfügt eben nicht über eine konstitutive Möglichkeit, die zugleich der Grund seiner Verwirklichung wäre, sondern verweist über sich hinaus auf die absolute Identität von Akt und Potenz, von daher eben jetzt von den Seinsmodi hier betrachtet, wird Ihnen auch klar, warum von Vestigium, also von Spur, die Rede ist. Nicht? Das ist sozusagen die Spur, die sich zeigt, aber es ist nicht die Identität. Zwischen der göttlichen Identität und ihrer Effektuierung, also in ihrer Wirklichkeit werden, in der Weltmaterie, kennt Bruno aber eine vermittelnde Instanz, die neuplatonische Konzeption einer Weltseele, die als das Auge der Welt alle Dinge intrinsisch in sich enthält und zugleich extrinsisch von der göttlichen Substanz getrennt ist. Hier bräuchte ich jetzt einen eigenen Vortrag. Nämlich, ich habe jetzt nur von diesen drei Modi gesprochen, der Einfachheit halber. Was das Ganze noch ein bisschen komplizierter macht, ist zwischen dem absoluten Sein, also dem Göttlichen, und dem Universum gibt es so etwas wie eine Weltseele. Und diese Weltseele ist sozusagen der Motor, wird auch übrigens Intellekt genannt, deswegen ist es oft die Verwechslung, ja, welcher Intellekt ist jetzt gemeint, der menschliche Intellekt oder der Intellekt der Weltseele. Es ist der Motor, der sozusagen das überhaupt erst bewerkstelligt, von dem ich geredet habe mit den Seinsmodi, der die Ausfaltung der Einfaltung erst bewerkstelligt. Das ist erst im Neuplatonismus möglich, bei Bruno besonders präsent. Also es ist sozusagen das, was sozusagen alle Seinsformen in sich enthält und aus sich entlassen kann. Und was daran so spannend ist, wie gesagt, das ist jetzt eigentlich für uns, die wir ja sozusagen in der Moderne sind und nicht in diesem Konzept befangen, ist die ungeheure Aufwertung der Materie. Die Materie selbst enthält alle Formen, die die Weltseele herausspielen kann. Es ist also nicht wie bei Aristoteles, sozusagen, dass Form und Materie getrennt sind und die Form sozusagen auf die Materie, die einfach nichts ist, sondern die erst der Form braucht, um etwas zu sein. Das ist nicht so gedacht. Das ist anti-aristotelisch. Die Materie selbst ist ungemein, sie enthält alle Formen in sich. Und so haben wir eine Gegenwendigkeit und nicht eine Trennung, eine Gegenwendigkeit, ein festes Ineinander von Form und Materie. Das ist neu. Das kann ich Ihnen jetzt nicht mehr zeigen, das ist ein anderer Text. Aber das ist jetzt sozusagen die Funktion der Weltseele. Vielleicht können Sie damit was anfangen. Also damit enthält also die scholastische Konzeption von Akt und Potenz eine neue ontologische Valorisierung. Um die Potenz der Materie zur Aktualität der Weltform hervorzutreiben, muss die Weltseele alle Formen des Seins immer schon als mögliche präfigurieren und in der Materie vorfinden. Das ist entscheidend. Zitat 7 dazu. Es ist notwendig, dass diese Vernunft, und Sie haben im Italienischen haben Sie hier den Begriff Intelletto, der, wenn man halt noch nicht eingelesen ist, wie ich es ja auch lange war, einem zur Verzweiflung bringen kann. Es ist hier der Weltintellekt, die Weltseele ist damit gemeint. Es geht ein bisschen durcheinander bei Bruno,
In der Leto gilt für beides und dann heißt auch Anima und Mente und man weiß nicht genau, wie es ist. Also, es ist notwendig, dass diese Vernunft, und das heißt hier die Weltseele, die das Vermögen dazu hat, alle Arten hervorzubringen und sie in Gestalt einer so schönen Architektur aus der Möglichkeit der Materie in die Wirklichkeit übergehen zu lassen, alle diese Formen entsprechend einer formalen Bestimmung in sich trägt. Das heißt, und es hat Folgen, die im scholastischen System nur mehr transzendent verortete Identität von Akt und Potenz wird über die neuplatonische Konzeption der vermittelten Weltseele sozusagen immanentisiert. Das heißt meines Erachtens nicht, dass nicht die Transzendenz mehr eine Rolle spielt, sondern sie ist sozusagen als Voraussetzung immer mitgeführt, wenngleich die Konzentration auf der Immanenz liegt, weil nur die Immanenz als solche in der Natur, im Universum, überhaupt erfahrbar ist. Als Schatten des Spiegels. So. Immanentisiert, also nicht der Gestalt, dass das Seiende eine Reduplikatio des absoluten Seins wäre, mithin in dem Sinne, dass es gleichfalls ist, was es sein kann, vielmehr wird das Seiende zum Vorgriff auf die Vollkommenheit einer ontologischen Aktualität, die sich in der Potentialität des unendlich individuierten Seienden gleichsam abspiegelt. Somit realisiert sich die Potenz nicht mehr im mit ihr identischen Akt, vielmehr entäußert sie sich in der unendlichen Vielheit des individuierten Seienden und wird, jetzt wieder unser Text, als Operation externa sichtbar. Das heißt, in dem kleinen Satz, potenza et, in den zwei Wörtern, potenza et operation externa, ist sozusagen die ganze brunonische Ontologie angespielt. Das ist darin enthalten. Das muss man erklären. Es ist nun diese Sichtbarkeit des Göttlichen in der Immanenz, wie wir gesehen haben, und seine Wahrnehmung, die den Jäger zur Jagdbeute werden lässt. Das ist ja merkwürdig, nicht? Der Jäger wird zur Jagdbeute. Die Kernstelle des Sonetts also. El gran cacciator dovene caccia. Ich habe Ihnen das ein bisschen fett herausgehoben, damit Sie das sehen. Also nochmal das erste vier. Il gran cacciator dovene caccia. Das ist raffiniert gemacht. Warum? Im Deutschen kann ich das gar nicht nachmachen. Wenn ich sage, der Jäger hat seine Beute, da kommt jetzt das im Ausdruck. Sie haben ja im Grunde genommen ein Polyptoton. Also der Begriff cacciatore als Jäger kommt in caccia vor. Also ist es eine Veränderung, aber nicht etwas grundsätzlich anderes, was damit zum Ausdruck gebracht werden kann. Deswegen ist es eben der Akteion. Und der große Jäger wurde selbst zur Jagdbeute. Und der darauf bezogene, erläuternde Kommentar ist in diesem Verständnis eben zu lesen. Ich komme zu 8. So wurde Akteion durch jene Gedanken, jene Hunde, die außerhalb von ihm das Gute, die Weisheit, die Schönheit, das wilde Waldestier suchten und durch die Art, wie er dieser schließlich ansichtig wurde, die Art, wie er ihr ansichtig wurde, über so viel Schönheit außer sich geraten zur Beute. Das heißt im Italienischen außer sich geraten, rapito di sé. Ich komme gleich darauf zu sprechen, das ist so ein Ad raptus. Sich selbst entrissen sein. Er sah sich in das verwandelt, italienisch convertere, lateinisch conversio, in das verwandelt, was er suchte, und er merkte, dass er seinen Hunden, seinen Gedanken selbst zur ersehnten Beute wurde, weil er nämlich die Gottheit in sich selbst zusammengezogen hatte, italienisch contratta in sé, also der Begriff contractio, ich komme gleich drauf zu sprechen, war es nicht mehr notwendig, sie außerhalb seiner zu suchen. Das ist ziemlich stark, diese Aussage. Was heißt das? Also drei Begriffe, ich habe es eben schon angedeutet, müssten jetzt genauer erläutert werden, also die hier als Verbum stehen, raptus, conversio, contractio, also entrückt sein, Konversion und Kontraktion.
von denen ist jeder paradigmatisch für Brunos metaphysisch begründete Epistemologie. Ich will hier nur aus Zeitgründen mich auf den Begriff der Contractio konzentrieren, weil er, wie ich meine, für unsere Fragestellung der wichtigere ist. Im Begriff der Contractio werden die Stufen der Wirklichkeit aufgerufen, noch einmal. Allein in diesem Begriff. Das geht nicht mit Konverter und geht nicht mit Rapieren. Also italienisch Rapieren. Die eben der Tradition des Cusanus, wird nur einmal die Stufen der Wirklichkeit aufgerufen, die in der Tradition des Cusanus verstanden werden als Complicatio des einen, Explicatio im Universum und Contractio im Einzelnen. Also wieder haben wir die Seinsmodi. Die Seinsmodi werden sozusagen mit den drei Weltenvorstellungen immer wieder neu verbunden und hier eben in dem Begriff der Contractio. Also, alles, was das eine in vollkommener Einheit hat, vorher haben wir gesagt, das eine ist zugleich Akt und Potenz. Und hier wird von dem einen gesprochen als dem Komplikaten, das, was alles in sich eingefaltet enthält. Komplikat. Muss es ja enthalten, damit es sozusagen in die Welt entfaltet werden kann. Als dessen Explicatio im Universum und in der Natur und wiederum im Einzelnen als Contractio. Alles, was das absolute Eine, also in vollkommener Weise, und das heißt als umfassende Einfaltung, auch als Akt und Potenz, enthält, das Seienden in sich enthält, ist ausgefaltet, expliziert, Explicatio im Universum als unendliche Vielheit. Und es ist Bild, Imago, Similitudo des einen. Und das Einzelne wiederum, das Einzelseiende, das eben hier auch der Intellekt kontrahiert, deswegen Contratto, kontrahiert in sich das ganze Universum, indem es am Universum partizipiert, und am ins Universum ausgefalteten Einzelnen. Also wir haben immer wieder neue Weisen, die aber sich notwendigerweise ergänzen müssen, diese drei Weltenlehre näher hin zu bestimmen. Das Raffinement nun, des Kontext, also wir haben nochmal Contractio, das eine, Complicatio, das eine, Explicatio des Universum, Contractio des Einzelseienden. Und das wird ja diesem Aktaion hier als Figur, als Bild für den Eroe zugeschrieben, für den Intellekt. Das Raffinement nun wiederum, des kontextuellen Gebrauchs des Begriffs Contractio, näherhin, ich darf es nur einmal italienisch sagen, der Formulierung Avendola contratta in se, also sie habend nämlich die ersehnte Beute in sich selbst zusammengezogen, liegt nun darin, dass eine ontologische Kategorie epistemologisch fruchtbar gemacht wird. Das ist das, was Bruno meines Erachtens kennzeichnet. Während sonst haben wir sozusagen die Ontologie, haben wir Epistemologie, die steht nebeneinander, wird aufeinander bezogen, aber hier wird eine einzige Kategorie, also die Contractio, die ja eigentlich eine ontologische Kategorie ist, epistemologisch fruchtbar gemacht. Weil es nämlich der Intellekt ist, der es in sich zusammenzieht. Denn tatsächlich wird im Begriff der Contractio das Teilhabeverhältnis des Intellekts am Universum selbst noch einmal evidenziert, in eins, also die spezifische heroische Erkenntnistheorie von Bruno, figuriert. Denn Folgendes, wenn Sie das nochmal mit überlegen, geht voraus. Aktaion, so das Bild in dem Sonett, macht die Bluthunde und Windhunde los, damit sie den wilden Waldestieren aufspüren. Und das heißt, der vom Willen befeuerte Intellekt, das sind die Bluthunde und Windhunde, sucht die intelligiblen Erscheinungen der idealen Begriffe zu erfassen. Und das heißt hier im Italienischen le specie intelligibili, De concetti ideali. Die Spezies intelligibilis ist sozusagen das Abscheinen der idealen Begriffe. Es ist das, was im Universum dem Intellekt an
Aufnehmbaren möglich ist. Wir haben die idealen Begriffe und die schatten sich sozusagen ab in den Species Intelligibilis, wiederum eine Begrifflichkeit, die auch im Mittelalter, also in der Scholastik vorkommt. Also, nein, nicht vorkommt, sie eine große Rolle spielt. Das heißt also, wir haben hier in unserem Text, der vom Willen befeuerte Intellekt, nimmt es nochmal auf, sucht die intelligiblen Erscheinungen der idealen Begriffe zu erfassen. Also die Species intelligibilis, der conceptus idealis. Wie das eine also im Universum als dessen Spur, als dessen Spiegel sich manifestiert, hier im Bild der Diana, sind dem Intellekt die Ideen jetzt nur mehr als Species intelligibilis, als Schatten der Spur erkennbar. Kosmologie, also das Universum, die Natur, Diana als Objekt des Intellekts, des jagenden Aktaion, und Epistemologie, der Intellekt des nach Erkenntnis strebenden Subjekts, eben des jagenden Aktaion, werden also erneut in ihrem analog-partizipativen Verhältnis ins Bild gesetzt und dies über den Begriff der Species intelligibilis. Denn die Species intelligibilis sind die Begriffe, die sich der menschliche Intellekt vom Universum als dem Spiegel des Einen macht. Als Schatten der Ideen haben sie Teil am Universum. Näherhin an dessen Weltintellekt, als sie in eins vom menschlichen Intellekt hervorgebracht sind. Ich meine, habe ich was übergangen? Ich wollte was anderes sagen. Als Schatten der Ideen, also als Species intelligibilis, darauf kommt es mir jetzt an, entschuldige Sie, haben Sie Teil am Universum. Und jetzt kommt es wiederum das Neue bei Bruno. Sie werden zugleich vom Intellekt hervorgebracht. Also Sie sind nicht nur partizipativ, sondern Sie sind zugleich spontan aktiv. Und auf dieses zugleich kommt es an. In diesem Verständnis nun, das ist nicht das Verständnis in der Scholastik, das ist neu. Diese Zuordnung des eigenen, aktiven, produktiven zum Intellekt, der aber eben nicht, ich komme später darauf zurück, nicht autonom ist dadurch. Und auch nicht nur heteronom, sondern beides zugleich. Das ist der Punkt. Deswegen ist es schwierig, vom Subjekt danach zu reden. Wegen dieser Gegenwendigkeit und Komplementarität. Die zentrale Passage des Aktaion-Sonetts und die eigene Bildlichkeit gibt die erste Erläuterung. Ich komme jetzt auf den Text 9, den Sie hier im Handout haben. Also, was Sie hier jetzt kursiviert finden, ist noch einmal die Aufnahme der Wörter im Sonett. Und dann kommt die Erklärung. Es sah der große Jäger, Doppelpunkt, er begriff, soweit es möglich ist, und ward zur Beute, er ging, um Beute zu machen, und wurde dann selbst Beute, dieser Jäger durch die Tätigkeit des Intellekts, mit dem er die begriffenen Dinge in sich selbst verwandelt. Da haben Sie das aktive Moment. Also hier heißt es im Italienischen dann konvertiert. Und die Dialogfigur Cicada führt weiter aus, es geht weiter mit 9. Ich verstehe, er formt die intelligiblen Erscheinungen auf seine Weise und nach den Maßen seines Fassungsvermögens, denn sie werden auf die Weise dessen, der sie aufnimmt, aufgenommen. Das ist eines der vielen Beispiele, in denen dieses Verhältnis hier zur Sprache kommt. Aber wir wollten ja auf Aktaion sondern. Das bedeutet, und das ist eben das wirklich Unerhörte und eigentlich für uns Interessante, das im Universum gespiegelte absolute Eine erfasst der menschliche Intellekt dank der umbratilen, also abgeschatteten, schattenhaften Species intelligibilis. Dabei stehen Rezeptivität und Spontaneität in einem Wechsel- und Abhängigkeitsverhältnis zueinander. Der menschliche Intellekt nimmt die von ihm ergriffenen Dinge, le cose apprese, wie es hier heißt, gemäß des ihm eigenen Fassungsvermögens auf und verwandelt sie, konverte, formt sie nach seiner Weise
kontrahiert sie in sich. Das ist dieses Kontrata, diese Kontraktion. Die muss aber erläutert werden. Es ist nicht eine normale Kontraktion, sondern wie wird kontrahiert. Was an dieser Stelle nur mehr knapp formuliert ist, ist an einer anderen Stelle ausführlich in Rede gebracht. Ich zitiere 10. Dort ist das endgültige, letzte und vollendete Objekt, aber nicht schon in dieser Welt, wo wir Gott nur in seinem Schatten und im Spiegel sehen. Sie sehen also immer wieder dasselbe. Und deshalb kann es für uns das Objekt nur in einem Gleichnis geben. Das wird hier im Italienischen mit Similitudo oder Similitudine gesagt. Und zwar wird es nicht mit Hilfe der Sinneswahrnehmung aus körperlicher Schönheit und Vortrefflichkeit abgeleitet, kontra Neuplatonismus, und gewonnen, sondern im Geiste mit Hilfe des Intellekts geformt. Also mental geformt. Die Spezies intelligibilis werden vom Intellekt also und dem bzw. dem Geist, manchmal heißt es Mente, aufgenommen und zugleich hervorgebracht. Sie sind das Medium, durch das und in dem das höchste Eine sich dem Intellekt vermittelt und durch das, also das Medium durch das und in dem der Intellekt sich das höchste Eine anverwandelt. Bis zu diesem Punkt sollte deutlich werden. Ich bin schon so weit, nicht? Also habe ich noch ein bisschen Zeit. Im Aktaion-Sonett und in dessen unmittelbar nachfolgendem Kommentar, ich fasse also den ersten Teil mal zusammen, ist konzis und prägnant die Ontologie aufgerufen, die der Struktur des heroischen Intellekts zugrunde liegt. Aktaion, Bild des Heroen, kontrahiert als Einzelseiendes die Gottheit, id est, das heißt das Universum in seiner Totalität, hier im Bild der Diana, in sich und verwandelt sich selbst, so heißt es dann am Ende dieser Passage, in einen neuen, heroischen Menschen, der dank seines von Eros getriebenen Intellekts, sagen wir wiederum zu seinen Amori und Furori, ein göttliches Leben führt, so heißt es. Also vivere vita dei dei. Das bedeutet aber nicht, dass Aktaion, eben Figuration des Heros, an sein Ziel gekommen ist. Mithin, also dieser Tod, der am Ende steht von diesem Sonett, ist also tot. Dieser Tod ist die Voraussetzung für ein neues Leben als Heros. Und erst dann ist die Möglichkeit gegeben, in immer wieder neuen Anstrengungen, Annäherungen bis ins Unendliche hin, sich dem Göttlichen anzunähern. Das heißt, der Intellekt wiederholt sozusagen als Einzelseiendes die Unendlichkeit des Göttlichen, das ausgefaltet ist ins Universum und an dem der Intellekt teilhat. Von daher eben das Moment des nie aufhören Könnens und auch, sondern im Gegenteil immer wieder neu herausspielens. Und von daher auch in diesem Text diese Wiederholungen. Dasselbe, man denkt, man hat es doch jetzt mal erfasst und warum noch einmal und wieder anders. Das heißt, der Text selbst spielt seine eigenen Überlegungen in immer neuen Bildern, Varianten, Zugängen, Konstellationen heraus. Findet eigentlich, darf als solcher eigentlich kein Ende finden. Also der Grund sozusagen für diese unermüdliche Anstrengung, das habe ich jetzt schon angedeutet, liegt eben im Gegenstand, nämlich dem Objekt, das selbst als Ausfaltung der Einfaltung der Unendlichkeit des Göttlichen unendlich ist. Unendlichkeit ist das Prädikat des Göttlichen Einen, das wissen Sie natürlich auch von der Theologie, also der personale christliche Gott ist zugleich unendlich und vollkommen, weil alles in allem ist. Er ist sozusagen die Komplikation, sozusagen die Komplikation per se. Und von daher, das möchte ich auch noch mal sagen, wenn wir uns mit Unendlichkeit dann beschäftigen, ist immer auch im Hintergrund die Vollkommenheit. Die Vollkommenheit, die als solche nie erreicht werden kann, aber immer als solche intendiert ist. Also es sind eigentlich Gottesprädikate, die hier für die Ontologie und Epistemologie fruchtbar gemacht werden. Unendlichkeit, also ist das Prädikat des Göttlichen ein und als dessen partizipatives Derivat des Universums. In der hier in Rede stehenden Aktaion-Figuration ist auf diese
für die pronomische Ontologie und Epistemologie basale Qualität und Quantität nur implizit verwiesen, in der Kennzeichnung also des più bel busto e faccia als potenza e operation esterna, also in der Entäußerung einer ontologischen aktualen Unendlichkeit in der Potentialität unendlicher Vielheit. Das können Sie als in dem, das habe ich noch einmal gezeigt, in dem 11. Text, den Sie vor sich haben, als Auszug aus der L'Infinito. Die Unendlichkeit des einen ist von der Unendlichkeit des anderen unterschieden, denn Gott ist das gesamte Unendliche auf eingefaltete Weise, also haben Sie es noch einmal in der Weise formuliert, und in vollkommener Ganzheit. Dann haben Sie sozusagen die Akt und Potenz, fällt zusammen. Das Universum hingegen ist alles in allem. Ich übergehe auf ausgefaltete Weise und nicht gänzlich. Deshalb hat Gott die Maßgabe der Grenze und das Universum hat die Maßgabe des Begrenzten. Nicht wegen eines Unterschiedes zwischen Endlichem und Unendlichem, sondern weil der Erste unendlich ist und das Zweite in der Weise der Beendigung wirkt. Also Infinito, Infinito und Finito, Infinito, das ist dann die Variante der einzelnen Seinsweisen. Die unverbrüchliche Verwiesenheit der Seinsmodi, Akt und Potenz auf das Theorem der Unendlichkeit, zu dem der Ort des Intellekts in der Hierarchie der aufeinander bezogene drei Welten, der göttlichen, der natürlichen und der menschlichen Welt, bringt sodann Tansillo im dritten Dialog des ersten Teils unmittelbar vor der Aktaion-Figuration mit Blick auf den Heros auf den Punkt. Noch einmal, das Letzte brauchen wir eigentlich nicht, das habe ich jetzt gesagt, sondern das Verhältnis von Vollkommenheit, Vollendung und Unendlichkeit, das hier immer wieder mit den drei Seinsmodi und den drei Welten in Verbindung gebracht wird. Und ich sagte auch, ich kann das jetzt ein bisschen übergehen, dass der Text selbst meines Erachtens intendiert, das, was in Rede steht, im Syntagma des Textes und in seinen Paradigmata abzubilden und was Ihnen vielleicht schon aufgefallen ist, diese Exuberanz von sich wiederholenden Wörtern, die also geradezu aufgetürmt werden, so als, würde man sagen, ja, also es ist eigentlich gar nicht das, der Rede wert. Man kann doch einmal prägnant und präzise etwas sagen und dann ist dabei, deswegen galt ja Bruno den Philosophen nicht viel. Aber es ist das Herausspielen der vielen Möglichkeiten, etwas in Sprache zu bringen und im Grunde genommen die Synonyma geradezu aufzutürmen und ihnen kein Ende zu geben und wieder weiterzuspielen im nächsten Bild und so weiter und so weiter. Das ist sozusagen auch, was man im Einzelnen rein äußerlich einmal sagen kann. So, jetzt kommen wir eigentlich zu dem, was Sie vielleicht interessieren könnte, oder ich falle völlig rein mit meinem Vorschlag, den ich Ihnen mache. Noch einmal. Die insgesamt sechs italienischen Dialoge, von denen ich jetzt einen an einer einzigen Stelle ein bisschen näher besprochen habe. Und noch die Komödie der Kerzenzieher, also Il Candelaio, sind interessanterweise eingerahmt, sozusagen, was geht voraus an Werken von Bruno und was folgt. Es sind ausschließlich lateinische, sogenannte mnemotechnische Texte. Der erste, De Umbris Idearum. Ja, holen Sie es. Achso, ja, es ist furchtbar warm. Ich weiß. Ich versuche auch. Also der erste, De Umbris Idearum, 82, erschienen. Und eine der letzten Schriften hat den Titel, und zwar 1591 in Frankfurt noch erschienen, die Abhandlung De Imaginum Signorum et Idearum Compositione, also auf Deutsch über die Verfertigung von Bildern, Zeichen und Ideen. Der strukturelle Kontext, in den Brunos gleich im Vorwort die Verfertigung von Bildern stellt, ist erneut die Lehre von den drei Welten. Also das kommt in den ersten Kapiteln gleich vor. Verhandelten noch einmal, um es Ihnen zu erinnern, die Dialoge über die Ursache, das Prinzip und das Eine,
sowie über das Unendliche, die Ontologie und Kosmologie, die heroischen Leidenschaften, die Epistemologie, die auf dieser Kosmologie und Ontologie gründet. So kann man sagen, und zugleich sein performativ herausspielt, so kann man sagen, dass die Imaginam Compositione das produktive Potenzial der Gestalt- und bildorientierten Verfahren des menschlichen Intellekts erörtert. Das heißt, wir haben hier im Grunde genommen ein bisschen nur gehört, was der Intellekt macht oder wo sein Ort ist. Aber jetzt kommt es auf die Verfahren an, also das Verfahren der bildorientierten, das bildorientierte Verfahren oder, Sie sehen es ja schon an dem Titel, Zeichen, Bilder und Ideen. Da kommt ja schon wieder zum Ausdruck sozusagen diese Drei-Welten-Theorie. Die ganze Abhandlung hat also zu ihrem hauptsächlichen Gegenstand das Universum der durch den menschlichen Geist genuin produzierten Bezeichnungsmittel, deren Eigentümlichkeiten und Leistungsdimensionen, Funktionen und Notationsformen. Insofern kann man sagen, dass die Schrift über die Verfertigung der Bilder eine Konkretisierung von der Schrift über die Schatten der Ideen ist. Lass mich noch einmal auf die Figur des Arcteion zurückkommen, allgemeiner auf den Intellekt. Der durch den Willen, Sie erinnern sich, angestoßene Intellekt vollzieht, wie wir gesehen haben, in der Intention, sich dem einen Göttlichen anzunähern, eine unendliche Bewegung. In der Textpassage, die ich jetzt nicht zitiert habe, ist die Rede von einem Moto Metaphysico. Das ist das, was ich gesagt habe, sozusagen der Versuch, sich anzunähern in einer unendlichen Bewegung. Das wird als metaphysische Bewegung bezeichnet. Dabei hat der Intellekt die Qualität dessen, was Bruno in die Imaginum Compositione als Fantasie bezeichnet. War vorher mehr die Rede von Intellectus oder Mens, also Geist oder Anima, ist jetzt auch die Rede vom Intellekt, aber verändert bzw. präzisiert durch den Begriff der Fantasia. Wir würden überhaupt nicht sagen, Intellekt ist Intellekt, das ist sozusagen der Teil der Ratio, und Fantasia ist die Fantasie. Das wissen wir von der Anima von Aristoteles. Aber hier ist es fast identisch. Warum? Jetzt darf ich einmal lateinisch vorlesen. Die deutsche Übersetzung ist nebendran von mir. Das ist aber auch keine Kunst. Also, intelligere nostrum, darum kommt es mir auf. Nicht? Also unser Erkennen, da haben Sie den Begriff des Intellekts drin. It est operationes nostri intellectus. Also die Operationen unseres Intellekts. Aut est fantasia, aut non sine fantasia. Ursum, also schlicht heißt es dann im Grunde genommen mithin, wir erkennen nichts, wenn wir nicht diese Phantasma da betrachten. Man könnte auch sagen, wir erkennen nur durch die Fantasie. Vielleicht können Sie erkennen, wenn ich das nur erläutern darf, dass hier die Begriffe in Intellegere Nostrum und so weiter in gnomische Zeichen gesetzt sind. Das ist ein Zitat aus Aristoteles De Anima. Und Aristoteles hat aber an der Stelle in De Anima gesagt, er hat es sozusagen in Erwägung gestellt, um es dann als falsch abzulehnen. Mit der Fantasie wird nicht erkannt, sondern wir erkennen mit dem Intellekt. Bruno hat aber das aufgenommen und hat es sozusagen für sich arrogiert, obwohl er sonst immer ordentlich auf Aristoteles einschlägt und ihn sozusagen als den großen Gegner seiner eigenen fortschrittlichen Philosophie aufbaut, nimmt ihn einfach auf und macht daraus etwas. Ja? Also, das heißt, das Denken ist ein phantasmatischer Prozess, so würde ich gerne Phantasmata Speculemo übersetzen, mittels dessen das endliche menschliche Denkvermögen sich seinem Objekt anzunähern vermag. Denn nur in diesem phantasmatischen Prozess, der ja nichts anderes ist, sozusagen als das unendlich fortgesetzte Entwerfen von Bildern und Zeichen,
vermag das Denken, die Natur, das Universum zu erfassen und zugleich einen Begriff zu gewinnen vom unendlichen Einen. Also das ist sozusagen die Verfahrensweise, mit dem der Intellekt, respektive jetzt die Fantasia, der Intellekt als Fantasia, überhaupt sich dem Unendlichen annähern kann. Also diese metaphysische Bewegung vollziehen kann in den Bildern, die der Intellekt entwirft. Und zwar spontan, aber auch natürlich rezeptiv. Denn die Verfertigung von Bildern und Zeichen und Ideen ist, so heißt es, eine universale, alle Seinsformen, wir haben wieder sozusagen die drei Welten, ich darf nicht übergangen, denn die Verfertigung von Bildern ist eine universale, alle Seinsformen betreffende Tätigkeit, wie Bruno gleich eingangs herausstellt, zweiter Teil von 13. Die Idee, also Sie sehen, ich habe es einfach mal wörtlich übersetzt, die Idee, die Imagination, die Anähnlichung, die Konfiguration, die Designation, die Notation, Sie haben also sozusagen immer Begriffe für Zeichen, die auch wiederum verschieden sind, ist das Werk Gottes, der Natur und der Vernunft. Das ist jetzt spannend. Alle drei bezeichnen, alle sind, tun das, also imaginieren, anähnlichen, konfigurieren. Und sie stehen im Verhältnis der Analogie zueinander. Auf die göttliche Tätigkeit bezieht sich in wunderbarer Weise die Natur. Mit der Operation der Natur wetteifert das menschliche Ingenium. Und da kommt etwas hinein, in Klammern, quasi etwas Höheres prätendieren. Dieses Prätentans, natürlich nicht das Prätendere, trotzdem ist es Prätentans versuchend, das Höhere versuchend und damit eben auch die Natur zu überspringen und an das Göttliche direkt zu kommen. Also die göttliche, die natürliche und menschliche Welt stehen daher auch in der Verfertigung von Bildern und Zeichen in ein Verhältnis der Analogie und der Teilhabe. Die göttliche Tätigkeit, so heißt es dann in diesem Text, die Actio Divina, konstituiert das Seins in seiner urbildlichen, idealen Form. Die Natur bezieht sich, Referat, auf das göttliche Sein und das menschliche Ingenium ahmt seinerseits die Natur nach, ja konkurriert mit ihr. Und das bedeutet, das menschliche Ingenium, wieder ein anderer Begriff für Intellekt oder Fantasia, partizipiert nicht an der Natur, sondern versucht sie sozusagen, wie ich eben sagte, zu überwinden. Springen. Um sich dem Absoluten anzunähern. Damit wird das imaginative Potenzial des menschlichen Geistes ungeheuer aufgewertet. Wie es in dieser Zeit selten ist, denn wir sind ja noch im 16. Jahrhundert doch weitestgehend im Aristotelismus. Und wenn Sie noch, oder wenn Sie mal, wenn ich das gerade einfügen darf, wenn Sie an Descartes denken, da war für ihn sozusagen die Fantasie etwas äußerst Schwaches, beziehungsweise was überhaupt keine, aber auch nicht im geringsten eine Sicherheit geben konnte. Und Descartes, wie Sie wissen, hat ja gut, 50 Jahre später seinen Discours de la Méthode geschrieben, nach Bruno. Also die Fantasie ist, Sie können Montaigne lesen, Fantasie, ein ganz unsicherer Genosse, und hier ist sozusagen, übernimmt die Fantasie das Denken. Also der Fantasie, als dem bildgebenden Medium wird die Aufgabe des Denkens übertragen. Man kann, wie es heißt, man kann nur in Bildern denken, nicht anders. Und das heißt, de potentia vermag nun der menschliche Intellekt, sein Ingenium, dank seines ontologischen Status, das absolute Eine, so möchte ich mal sagen, zu simulieren. Und dies mittels der Bilder und Zeichen, die er in partizipativer Analogie zur göttlichen Idea und zum Vestigium Idearum, also der Spur der Idee, der Natur, als Umbra Idearum figuriert. Das Simulieren wäre sozusagen ein Figurieren.
Dabei ist es wesentlich festzustellen, dass hier Simulation, eben wie ich es vorschlagen möchte, als phantasmatische Figuration, auf der Vorstellung der Analogie und der Ähnlichkeit gründet, einer Vorstellung, die in der Tat, wenn man Descartes zum Maßstab nimmt, vormodern und vorkartesianisch ist. Denn es handelt sich gerade eben nicht um Simulakren im Sinne von Trugbildern. Es handelt sich daher auch nicht, wie Foucault oder Francis Yates unterstellen, um Magie. Es handelt sich vielmehr um die Vorstellung, dass dem unendlichen Ideenkosmos und der unendlich großen realen Welt eine rationale Welt entspreche, die aus Signifikationsakten und deren Resultaten, den Signa, den Zeichen bestehe. Daraus wird deutlich, es geht nicht um die Dinge selbst, die bezeichnet werden sollen. Vielmehr um das Bezeichnende, um die Dinge, die bezeichnen, auch die bezeichnenden Dinge. Bruno spricht von den Rerum Significativae. Es sind also die rationalen Zeichen oder Bilder, die die zu bezeichnenden Dinge, die Resignificandae, aus ihren spezifischen Bedingungen heraus bezeichnen und im Bezeichnen entfalten. Auch hier kommen also Rezeptivität und Produktivität respektive Spontanität zusammen, stehen im Verhältnis der Komplementarität. Denn das Vorstellungs- und Bezeichnungsuniversum ist einerseits ein bildhafter oder, kann ich auch sagen, abbildhafter Ausdruck der unendlichen Kraft des göttlichen Intellekts im menschlichen Intellekt. Andererseits ist es Produkt des menschlichen Intellekts, der die Fähigkeit, die Kraft hat, mentale Formen in unendlicher Variation zu konzipieren, um die Vielfalt der intelligiblen Sachgehalte der unendlich vielen Dinge zu entsprechen. Voraussetzung dafür ist die Vorstellung, dass die ontologische Differenzierung nach den drei Seinsstufen noch einmal, das ist jetzt das Tolle jetzt, noch einmal durch den menschlichen Intellekt rekapituliert, gespiegelt werden. Das heißt, die drei Seinsstufen sind noch einmal im menschlichen Intellekt gespiegelt. Also es ist nicht nur die untere Seinstufe, sondern noch einmal eine Spiegelung, deswegen dieses Specchio, im menschlichen Intellekt. Mithin die rationale Seinsform noch einmal konzeptuell die ganze Struktur des Seins spiegelt. Gleichwohl, das muss man sagen, bleiben die mentalen Bilder, die Phantasmen, durchaus ganz platonisch auf der Stufe der Abbildlichkeit oder der Bildlichkeit. Sie sind eben nach wie vor die Schatten von Dingen, die selbst nur Spur sind. Derivat einer Seinsform jenseits der Dinge. Allerdings, und das haben wir bereits ja gesehen, ist dieser schwache Seinsmodus immer in der Vorstellung, dass die drei Seinsmodi in der Fantasie, im Intellekt oder in der Mens gespiegelt werden. Ist dieser schwache Seinsmodus in Verbindung mit den drei Seinsstufen, die drei Seinsstufen spiegeln rationalen Seinsform, gerade eben die gar nicht hoch einzuschätzende Stärke. Dieser Seinsmodus ist die Voraussetzung eben, Sie werden es gemerkt haben, einer ungeheuren Produktivität, Flexibilität und Reichhaltigkeit. So sind also die Zeichen- und Bildsysteme des Menschen, seines Intellekts, seiner Ratio oder auch Fantasia, es ist völlig gleichgültig, wie Sie es nennen, seine Ratio, unausweichliche Reflexe der im Sein vorausliegenden göttlichen und natürlichen Formen. Doch wird durch diese Reflexionsstruktur die Gestaltungs- und Innovationsfähigkeit keineswegs eingeschränkt, sondern gerade erst stimuliert, in Bewegung gebracht. Und dies eben ins Unendliche hinein. Das geistige Vorstellungsvermögen, auch Anima Imaginum genannt, vermag also aufgrund einer unerschöpflichen Produktion von bildhafter Vielfalt innerhalb des Mundus Realis genau das Äquivalent hervorzubringen, was Gott im Mundus Idealis in der Natur und die Natur im Mundus Realis jeweils hervorgebracht haben, ja in gewisser Weise noch zu steigern, insofern in die Realisierung des Äquivalents eine eigene Leistung, nämlich des Intellekts, eingebracht wird. Ich bin gleich fertig.
Von hier aus stellt sich die Frage, das kommt jetzt viel zu kurz, aber das wäre die Frage jetzt, ob nicht die Urbild-Abbild-Relation eigentlich umzukehren ist. Ich sagte ja, die mnemotechnischen Schriften gehen voraus und dann erst kommen die ontologisch, kosmologisch, epistemologischen Schriften. Ob nicht die Auseinandersetzung sozusagen mit der Ars Memoriae in einer ganz neuen Weise und auch darin Lull übertreffend, die Ars Combinatoria in einer ganz neuen Weise, erst die spekulative Ontologie und Epistemologie hervorgebracht haben. Man kann es nicht sehen, aber immerhin, denn es ist ja reine Spekulation, die ausgehen könnte von dem Interesse an der Ars Memoria, wie sie ja im Mittelalter und in der Folge von Lull dann in der Renaissance en vogue war. Ob nicht sozusagen die Ars Combinatoria, so wie sie dann Bruno entwirft, eine neue Ontologie zur Folge hatte. Ich würde das mal so zumindest gerne zur Diskussion stellen. Dann komme ich zum Schluss. Ich habe nur einmal den Begriff Simulation gebraucht und auf einer Ebene mit Figuration. Die Bedeutung, die Simulation im Kontext der Philosophia Nolana hat, dürfte ganz gewiss nicht die Bedeutung haben, die im Begriff Computersimulation steckt. Und doch steht die Bild- und Zeichentheorie genau zwischen Analogismus und Taxonomie, also zwischen Analogie und Repräsentation. Das ist übrigens ein weiteres Beispiel dafür, dass die klare Trennung nicht ohne weiteres aufrechtzuerhalten ist. Simulation also als eine Verähnlichung, die Abbildung und Bildgebung zugleich ist, auf Rezeptivität und Spontanität gleichermaßen beruht. Meine Damen und Herren, was ist nun mit dem Sperling in meiner Überschrift? Also, damit beschäftige ich Sie nicht. Auf das Aktaion-Sonett folgt ein Sperling-Sonett. Und in dem Sperling-Sonett wird in anderer Weise und auf andere Bilder und Traditionen in anderer Weise das zum Ausdruck gebracht, was im Aktaion-Sonett steht, aber auf andere Bilder wird rekurriert. Und es werden auch andere Traditionen aufgerufen, also das Neue Testament, Petrarca und so weiter. Und da wollte ich Ihnen eigentlich zeigen, wie man etwas Ähnliches, es geht immer nur um die Ähnlichkeiten, etwas Ähnliches sagen kann, auf andere Weise. Und das wäre so ein weiteres, einziges Beispiel gewesen, Ihnen zu zeigen, wie sozusagen die Variation dessen, was in Rede steht, selbst variiert wird. Ja? Ich danke Ihnen sehr für Ihre Geduld.